Cheng Chen mithalten kann auf diesem hohen Niveau kommt, und haben sie relativ viel erste Ballfehler gemacht. Kommt in diesem Doppel. Ja, aber man hat am Anfang des Spiels gesehen, dass Zhang Yike den Ball sauber gemacht hat. Das würde das Spiel mit einem neuen Ball. Taktik angezeigt. Wie genau läuft das ab? Welche Zeichen gibt man sich da, Robert? Es gibt, wenn... Was? Ja, dass wenn man zum Beispiel zeigt raus mit dem Zeigefinger. Ich habe auf meine Art die Ausschläge angezeigt. Europäische Art und der Chen. Austrian Open. Chike, die Austrian Open zu gewinnen in Jahr 2011. Ja, solche. Diesen Tief heraus, indem man ihn pusht, oder wie macht man das am besten? Natürlich, sagt man. Ich habe schon mit Danny ausgemacht, wenn einer unglaublich nervös ist, so sollte den anderen sagen. Ach, Europameister. So ist es. Anscheinend. Ja. Bis jetzt. Also sie sind noch nicht durch. Die Chinesen müssen jetzt zwei Sätze in Folge für sich entscheiden. Bitte zusammen. Ja, und dann. So, und jetzt haben wir den Timeout, dann kommt Chuang, wie sofort was Neues versuchen. Dann spielen sie dann immer besser und besser. Chinesen genommen haben. Zum richtigen Zeitpunkt und auf einmal auf Satz Nummer 5. Wer diesen Durchgang gewinnt, darf sich. Schlag. Ja, und jetzt. Also schenken tun sich diese vier Herrschaften nichts. Auch nicht in der Entscheidung. Okay, Unterschied ist auch, dass man gewartet auf sein Backhand. So, und jetzt war's das. Gerade noch gewinnen die Chinesen den Doppeltitel bei den Herren. Zhang Yike und Hao Shuai kämpfen in einem Marathon-Match, in einem Krimi. Die Taiwanesen.